Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2. Heute fahren wir wieder auf der Karte Geroldstein. Diesmal die Linie B von der Comeniusstraße bis zum Meierhof. Meierhof, richtig? Meiershof, genau. Genau, das ist die nächste Linie. Und wir fahren heute mit dem MAN New Line City. Genau. Der hat ja auch ein Update bekommen in der Zwischenzeit mit dem neuen Drucker und ja, noch ein paar geänderten Sachen. Genau, wir fahren auch mit dem passenden Repaint tatsächlich. Petra Schatzschneider, Omnibusbetriebe. Ja, wird auch mitgeliefert. Ist auch, ja, mit Z-Bar, also mit anderen Türen und so weiter, mit Außenschwenktüren. Genau. Also hier ist, wie gesagt, der neue Drucker. Sonst ist, ja, sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Genau. Ja, doch, da wird schon einiges gemacht. Genau. So. Müssen noch ein bisschen Druck aufbauen. Gut, wir können es schon mal anmelden. Da habe ich mir vorhin ein Bild gemacht. Weil anders wie beim Lines Intercity gibt es hier keine Karte oder so, wo es steht. Sondern das muss ich mir aus der Const-File ziehen, beim Script-Ordner. So, genau, Linie ist jetzt 801, Route ist 1. So, muss ich noch schauen. Genau, müssen wir das noch abändern. In B, SVB, Meiershof. Jo, ganz genau. Gut, passt. Genau, wir stehen schon an der Einstiegshaltestelle. Ich habe mich vorhin vor der Aufnahme umgesetzt. Also normalerweise wird man hier gespawnt. Da habe ich mich hier hingespawnt, damit wir hier gleich losfahren können. Und dann nicht groß erstmal einen Umweg fahren müssen. So. Ja, Loading AI. Wie immer. Ich stelle gleich noch das Dashboard um. Hier. So. Passt. Dann fahre ich mal kurz hier ran. Seht ihr hier gleich die Türen? Ah, Außenschiebetüren. Okay. Hallo. Morgen. Morgen. Ja, schöne Türen. Ich glaube, die sind auch mit dem Update dazu gekommen. Dass man da jetzt praktisch die Türen wählen kann. Hier gibt es jetzt auch diese Komfortblinker, also nur einmal kurz den Blinker drücken und dann ist es praktisch für ein paar Sekunden blinkt er dann. Also so. Oder halt länger drücken, dann so. Achso, Hilfspfeile noch an. Ja. Ja, der Bus ist auf jeden Fall schon viel leiser als der letzte Bus von der letzten Folge. Weil für euch ist das jetzt eine Woche später, aber bei mir, ich nehme das eigentlich ja nur ein paar Stunden nach der letzten Aufnahme auf. Deswegen habe ich die noch gut in Erinnerung. Hallo. 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 Morgen.
Hallo. Ja, schöne Türen. Achso, was ist das hier? Soll das so sein? Hier mit der Textur? Oder vielleicht ja. Keine Ahnung. Ja. Leute. Ach. Na, komm. Okay. Und jetzt? Och, Leute. Und ich wette, wenn ich jetzt hier vorfahre, dann fährt er los. Wenn ich da überhaupt rumkomme. Och, Leute. Meine Güte. Es ist hier schon sehr eng und mit der OMSI-KI ist natürlich richtig geil. Na gut. Ich habe mir hier auch die längste Linie ausgesucht, also den längsten Verlauf, weil da gibt es auch einen kürzeren Verlauf von, ich glaube, von der Comeniusstraße auch, aber nur bis zur Würzburger Straße. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich nehme natürlich den längsten Umlauf, den es da gibt. Ja, jetzt auch zur Zeit der Aufnahme. Also ich nehme es jetzt am, wann nehme ich es auf? Am 9. März auf. Da wird schon an einem neuen Update gearbeitet für den New Line City. Und da sollen noch neue Sounds dazukommen von Perotinus oder Perotinus. Und noch andere Sachen, also viele andere Sachen zum Einstellen. Wird auf jeden Fall ein gutes Update und ich freue mich da schon drauf, weil es ist schön zu sehen, wie es da auch vorwärts geht Hallo, guten Tag. mit den Bussen. Und da immer noch dran gearbeitet wird. Ist auf jeden Fall gut zu sehen. Ja, dann fahre ich halt. Wenn der nicht will. Ja, und so wie ich es in der bei diesen Umläufen nee, in der README gelesen habe, ist die Linie B wohl die einzige Linie, die nicht am Hauptbahnhof hält. Oder generell am Bahnhof. Weil der wird ja hier, glaube ich, Bahnhof genannt. Also einfach nur Bahnhof. Ja. Aber ich habe gesehen, wir fahren über ein Rathaus. Also da fahren wir rüber. Nur nicht zum Bahnhof. Was? Ist der Motor ausgegangen? Hä? Da ist einfach der Motor ausgegangen.
Vielleicht ist es irgendein Feature, wenn man irgendwie länger als eine gewisse Zeit steht, dass dann der Motor automatisch ausgeht. Keine Ahnung. Der ist mir jetzt einfach von alleine ausgegangen. So, ich müsste nur mal den Guten Spiegel Morgen. einstellen. Ein bisschen weiter nach. Nee, nach links. Also. Genau. Ein bisschen. So. Okay, passt. Da habe ich dann einen besseren Überblick darüber. Ich fahre diesmal mit der Void-Version, also nicht ZF, sondern Void. Nächste Haltestelle, die Rollstrecke. Industriegebiet Süß-Brüderkopfstraße. Oh. Ups. Ja. Den habe ich wohl übersehen. Aber will keiner raus. Ist ja gut. Okay, wir fahren Nächste Haltestelle, nicht über Schule. Industriegebiet Süd am Atlaswerk. Richtig, wir fahren nicht über Schule. Ja, richtig. Okay. Kann man sich nie sicher sein hier. Ist so ein bisschen wie auf Lanau. Da gibt es ja auch diese vielen verschiedenen, die vielen verschiedenen Umläufe. Guten Morgen. Da weiß man auch nie, Hallo. welche Linie jetzt worüber fährt und welcher Umlauf. Also ich zumindest nicht. Muss man dann immer schauen. Ah, was für ein Unfall. Ich habe keinen Unfall gesehen. Da war nichts. Ja, auch hier wirklich schön gemacht, alles. Das ist ja jetzt ein Teil, den wir noch nicht gesehen haben. Also den wir auf der Linie A noch nicht gesehen haben. Ist auch schöner Kreisverkehr. Hier mit so einem Ding in der Mitte. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo ich hier lang muss. Südring, okay. Und die Bowling-Kegel und die Bowling-Kugel. Ja, schön, schön. Also wirklich schön. Und die Performance ist auch sehr gut. Also ich habe hier eigentlich die ganze Zeit 60 FPS. Benutze jetzt auch nicht diesen Vulkan-Mod mehr. Also der praktisch das von DirectX 9 auf Vulkan irgendwie rüberbringt. Sondern es ist hier einfach Standard OMSI 2. Nur halt mit 4 GB Hallo. Patch. Hallo. Guten Morgen. Und ja, meine Einstellung halt. Aber da macht auf jeden Fall viel die KI, die AI-Liste. Wenn die natürlich vollgepackt ist mit allen möglichen Bussen und mit allen möglichen Autos, auch mit den DLCs, mit diesen AI-DLCs, wo noch mehr Autos dazukommen. Ja, da wird OMSI natürlich nicht besser laufen damit. Das ist schon klar. Deswegen nutze ich halt bei jeder Map, also wirklich bei jeder Map nutze ich immer
Hallo. Die Standard Hallo. Berlin-Spandau Autos und die Standard MAN, NL und NG. Dann habe ich halt die alten Autos, aber wenigstens habe ich dann ein flüssiges Bild. Das ist mir lieber als irgendwie. Da 1000 Varianten zu haben und dann mit 20 FPS rumzufahren. Hallo. 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 Morgen. Morgen, morgen, morgen. Ich weiß nicht, ob jetzt zur Zeit der Veröffentlichung dieses Videos, ob da das Ding schon erschienen ist, aber bis jetzt ist, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist das noch nicht rausgekommen von Morphe. Das neue Soundpack für die Citaros, also die Altair Citaros und den Citaro Facelift, praktisch die Version 6 wird die dann heißen. Auch mit vielen neuen Sounds und anderen Sachen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und wie gesagt, zur Zeit der Aufnahme, ich nehme es gerade am 9. März auf, da ist es noch nicht erschienen. Aber da ist es gerade im Beta-Test. Also es kann gut sein, dass es bis zum Release dieses Videos schon veröffentlicht ist. So, wo muss ich hier lang? Geradeaus? Denk mal schon, ja. Weil dieses Video hier, das wird erscheinen am... Ach, Moment. Am 24. März. Kann gut sein, dass bis dahin das schon alles erschienen ist. Ja, und jetzt sieht man auch ganz gut hier 1, 2, 4 KI-Busse. 5. Und ganz gute Performance. Also, weil normalerweise würden jetzt hier praktisch 5 andere Busse rumfahren. Vielleicht irgendwelche Facelifts oder sonst was. Und dann wäre die Performance natürlich schlechter. Also auf jeden Fall. Selbst wenn man KI-Versionen nutzt und alles Mögliche, die Performance wäre auf jeden Fall schlechter. Am besten ist es natürlich, wenn man noch bei dem NLNG noch reingeht und ja, cooles Feature. Am besten wäre es natürlich noch, wenn man zu diesen Bussen reingeht, diesen MAN-Bussen, also den Standardbussen und noch die Texturen schrumpft, also auf noch kleiner. Vor allem den Innenraum, weil den Innenraum brauchen wir hier nicht wirklich sehen. Und ich persönlich fahre diese Busse ja auch nicht. Deswegen könnte man da theoretisch noch reingehen und die auf so richtig Mini-Größe machen oder vielleicht sogar einfach nur ein Farben-Ding machen. Also einfach nur in, keine Ahnung, grau oder braun oder so. Weil dann würde es natürlich noch
noch weniger Performance ziehen. Wenn es dann nur so eine Mini-Datei ist, so ein Mini-Bild mit einfach nur einem Pixel brauner Farbe oder schwarzer Farbe. Dann würde es vielleicht, weiß nicht, 20 KB groß sein und dann wird das natürlich noch weniger Performance ziehen. Hallo. Muss ich mehr machen. Also jetzt nach der Aufnahme werde ich mich mehr ransetzen und ja, so die Texturen mal durchschauen, was man da noch kleiner machen kann. Weil vor allem, wenn halt viele Busse auf einmal da sind und auch wenn es nur die Standardbusse sind, die Bildgrößen, also die Texturgrößen, die sammeln sich natürlich und irgendwann mal ist es halt so voll, dass OMSI damit nicht klarkommen, weil OMSI ist halt immer noch, ja, 32-Bit praktisch und kann halt nur maximal 4 GB an Arbeitsspeicher und Videospeicher halt bearbeiten. Deswegen ist da jeder Megabyte sein Hallo. Ding wert, den man da einsparen kann. Und deswegen halte ich halt auch nichts von diesen ganzen schönen und tollen KI-Listen, die Map-Bauer halt immer dazugeben. Weil so schön sie auch in der Theorie sind und auf Bildern und so weiter, lässt sich halt schwer fahren damit. Vor allem auf Alheim V4, wenn man da am Eichenhöhe Bahnhof steht und dann mit der originalen KI-Liste dann praktisch da 20 Facelifts, Shadow Facelifts reinfahren. Da hat man natürlich schnell 10 FPS. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Plus noch, wenn man sich da die Hamburger Autos reinmacht oder die Bad Hügelsdorfer noch mit Bagger und so weiter. Das ist halt alles, ja, sind halt alles Texturen, Polygone und so weiter, die halt ihre Größe haben. Aber ich habe da tatsächlich jetzt so ein bisschen Hoffnung bekommen bei The Bus. Also ich habe mir letztens auch die Karte Oberhavel runtergeladen und ja, bin mal gefahren. Also es macht auf jeden Fall Spaß und man sieht halt das Potenzial, weil man halt in The Bus mit der Unreal Engine natürlich viel mehr machen kann als mit OMSI. Und da in der Engine kann man halt auch sehr detailreich bauen und alles Mögliche. Und da ist die Performance trotzdem noch gut. Also ich habe da schon mittlerweile ein bisschen Hoffnung, dass The Bus wirklich was werden kann. Nur ich hoffe natürlich, dass ja, dass das TML da vielleicht mal was mit den Getrieben macht. Also, dass die mal realistische Getriebe umsetzen. Ja. Jetzt im Moment ist das so ein bisschen schwierig.
Und vor allem hoffe ich auch, dass TML irgendwann mal die Gelenkphysik noch bearbeitet. Weil die ist aktuell so ein... Also, ja, funktioniert halt irgendwie gar nicht. Weil das Gelenk, das verhält sich halt nicht wie ein Gelenk, sondern wie, keine Ahnung, Wackelpudding. Mit dem er dann um die Kurven flitzt und, ja. Dann den E-Citaro müssen die auch unbedingt nochmal ran. Weil da ist ja die Beschleunigung also völlig irrational. Wenn man da in, keine Ahnung, 3 Sekunden schon auf 50 ist, also. Natürlich ist es ein Elektrofahrzeug und so weiter, aber ist jetzt auch kein Tesla, der da in 4 Sekunden auf 100 beschleunigt, also. Da müssten die vielleicht nochmal ran. Hallo. Hallo. Achso, habe ich ganz vergessen. Hier im Innenraum gibt es jetzt auch eine neue Innenanzeige. Die von ESIS oder AESIS oder irgendwie so. Genau, und das ist eben dieser Kurzläufer, den ich gesehen habe. Der fährt eben hier nur bis zur Würzburger Straße. Und wir fahren jetzt eben zum Meiershof. Genau. Aber es ist auch nicht so weit entfernt. Also so ein riesen Langläufer ist es jetzt auch nicht. Vielleicht 4 Minuten länger. Es ist auch nicht die Welt. Ach, ich habe ganz das Thumbnail vergessen für heute. Ja, mal einfach hier. Richtig schön. Richtig Hammer. Gut. Passt schon. Hallo. Hallo. Yeah.
Okay. Entschärfung, Unfallschwerpunkt, Abzweig Meiershof bis Dezember 2020. Ja, so wie in echt. Achso, weil hier vorher nur die Stoppding war und na ja klar, wenn da nur hier so ein Stoppding ist und die hier mit, keine Ahnung, 70 rüberbrettern, dann passieren natürlich Unfälle. Ja, nächste Haltestelle, Endhaltestelle. Meiershof. Ah, ist hier schon. Ja gut, ich muss sagen, dass ich die Linie B bisher nur zur Würzburger Straße gefahren bin. Also genau, also bis hierhin, bis zum Meiershof bin ich die noch nicht gefahren. Aber jetzt bin ich die gefahren. Genau, und das war's auch schon mit dem Video. Deswegen, genau, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen, über ein Abo, Kommentar. Wenn ihr das Video teilen könntet, wäre es auch super. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Leute, und ciao. Euer Gaming Freak.